Guten Tag, alle. Herr Wallis hier. Heute wollte ich kurz über Hausarbeit mit euch sprechen. Das heißt Housework oder House Chores. So, wir werden jetzt ein bisschen über ein paar Verben sprechen, die mit der Haushalt was zu tun haben. So, we're going to talk about a few verbs that have something to do with household. Aufräumen, which means to clean up or to tidy up. For example, ich muss heute mein Zimmer aufräumen, so I have to clean up my room today. Abtrocknen, this is to dry or to let dry, to wipe off, towel off. Kannst du bitte das Geschirr abtrocknen? Geschirr ist das Wort für dishes. Bügeln, hast du deine Klamotten gebügelt? Bügeln is to iron. And a bügeleisen is the word for the actual iron. Staubsaugen. To vacuum. Ich muss heute mein Zimmer staubsaugen. When you're talking about daily chores, you'll be using a lot of the modal verbs muss, and especially muss and soll. Ausleeren. To empty out. Or, ja, ich leere den Mülleimer aus. Wegwerfen, throw away. Ich muss den Müll wegwerfen. Müll, das Wort für trash or garbage. Füttern. Hast du heute den Hund gefüttert? Have you fed the dog today? Den Tisch decken. Er deckt den Tisch. He is setting the table, we say in English. Putzen. To clean. Heute muss ich die Fenster putzen. Today I have to clean the windows. Waschen. To wash. Er wäscht das Auto. Waschen is like fahren in that in the third person singular. It takes umlauts. So er wäscht das Auto. Abspülen. This is to rinse off. Ich muss die Fahne abspülen. Gießen is to water. Hast du die Blumen gegossen? Have you watered the flowers? Spazieren, to go walking. Ich muss mit dem Hund spazieren gehen. I have to go walking with the dog. Mähen, to mow. A Rasenmäher is a lawnmower. Muss den Rasen mähen. He has to mow the lawn. Sortieren, to sort. Hast du den Müll sortiert? So in Germany, of course, there's quite a few containers to get used to. Aufhängen, to hang up. Ich habe meine Hemden aufgehängt. Laden, to load. Ich lade die Geschirrspülmaschine. To load. Polieren, to polish. Ich habe das Besteck poliert. Wischen. It's kind of to sweep or to mop. Ich habe den Staub gewischt. Fegen oder kehren. These are words or verbs that mean to sweep. Ich muss das Zimmer fegen. Rechen. Not to be confused with rechnen. Rechen is to rake. Du sollst die Blätter rächen. The other one that is often confused with this is rechnen, which means to add. Kochen, to cook. Ich koche Abendessen. Schaufeln, to shovel. Ich muss den Schnee schaufeln. Rausbringen, austragen, to carry out. Reparieren, to repair. Wann wirst du den Trockner reparieren? Austauschen, to replace or exchange. Ich musste die Glühbirne austauschen. Vorbereiten, to prepare. Ich habe das Essen vorbereitet. Sauber machen. To make clean, basically. Hast du dein Zimmer sauber gemacht?
Think of it as cleaned up. Ausmachen oder anmachen. These are words, verbs for to turn off and turn on. Ich mache das Licht aus, ich mache das Licht an. They're separable, so when you use them in the present tense, the prefix, whether it's aus or an, will be at the end of the sentence. Aufpassen, another separable prefix verb. Ich muss auf meine kleine Schwester passen. I have to watch out for my little sister. You hear this a lot of times. Pass auf, watch out. Helfen, to help. Kannst du mir helfen? Remember, helfen is a dative verb, so the pronoun you use will be dative. So you wouldn't say, for example, kannst du mich helfen? It must be, kannst du mir helfen, dir helfen, ihr helfen, and so on. Der Müll. Wir haben so viel Müll. Das stimmt. Der Staub. Der Boden ist sehr staubig. Staubig is an adjective form from the noun meaning dusty. The Staubsauger is the vacuum cleaner. Und Geschirr, the dishes. Die Geschirre sind schmutzig. Okay, so a few phrases here to when you're talking about how long or what duration. Time expressions. Jeden Tag, jede Woche, einmal, zweimal, dreimal. Remember, mal is time by itself, and you can connect it with numbers. Viermal, fünfmal, manchmal, sometimes, nicht so oft, nie, in der Woche, im Jahr, im Monat, immer, abends, morgens, nachmittags, im Sommer, im Winter, im Frühling, ab und zu, oft, selten, ungefähr, am Abend, am Tag, im Herbst, pro Tag, pro Nacht, während, and that's a genitive preposition, so make sure you do the genitive endings with it, pro Stunde, per hour. And then some other useful words, useful expressions in this theme. Der Boden, die Fenster, I'm using the plural form here, singular is das Fenster. Der Tisch, der Schnee, die Blumen, die Klamotten, der Raum, das Zimmer, das Bett, der Rasen, die Wäsche, der Papierkorb, der Mülleimer, das Bügeleisen, der Kleiderbügel, die Glühbirne, der Wischlappen, Staubtuch oder Staublappen, Handschaufel, Pfanne, der Trockner, der Staubsauger und der Besen. Okay, vielen Dank für das Zuschauen. Ich hoffe, dass das ein bisschen hilfreich war. Tschüss und auf Wiedersehen.